Vor einem halben Jahr fuhr der Modellbahnbauer Fleischmann in die Krise, musste Insolvenz anmelden. Früher arbeiteten einmal 600 Menschen bei dem Traditionsunternehmen, heute sind es nur noch 33. Die hohen Kosten für die Betriebsrenten schalteten das Signal auf Rot. Von da an stellte der Insolvenzverwalter die Weichen und erzielte eine Einigung mit den Gläubigern. Die finanzielle Last der Betriebsrenten übernimmt die Pensionsversicherung. Fleischmann selber erwirtschaftet seit Insolvenzeröffnung und jetzt auch über diesen Insolvenzplan bzw. die Auswirkungen durch den Insolvenzplan positive Ergebnisse. Also wir sind schon auf einer schwarzen Null und wir hoffen, dass wir irgendwann mal auch wieder in die Gewinnzone mit Fleischmann kommen. Jede Stange, jeder Isolator, einfach jedes Detail muss stimmen. Die E6905 ist der neue Fleischmann-Star für die Spielwarenmesse in einer Woche. Die E-Lok ist zwischen 1930 und 1981 von Murnau nach Oberammergau gefahren. Nun soll ihr Modell das angeschlagene Traditionsunternehmen aus der Krise ziehen. Produktentwickler Rainer Gump mit einem Vorserienmodell im Maßstab H0, 1:87. Die Kunden erwarten viel. In erster Linie die maßstäbliche Umsetzung, sehr gute Detaillierung, gute Fahreigenschaften und die Vorzüge der Digitaltechnik. Das Modell der E69 in der kleineren Spurweite N ist bereits fertig und wird für den Katalog in Szene gesetzt. Rund 400.000 Euro hat die Modellentwicklung gekostet. Nach knapp einem Jahr Tüftelei ist die Minilok bereit für ihren Einsatz auf der Spielwarenmesse. Also bis jetzt haben wir sehr positive Rückmeldungen erhalten, aufgrund schon von der N-Variante. Und ich denke, wir werden in H0 da genauso einen guten Erfolg erzielen wie in N. An die Spielmesse persönliche Erwartungen habe ich, dass wir sehr gute Umsätze machen für die Firma und dass es, sagen wir mal, in relativ schneller Zeit dem Firma Fleischmann wieder gut geht. Im Fleischmannwerk in Heilsbronn wird derzeit die große Anlage für die Spielwarenmesse vorbereitet. Zusammen mit dem Hersteller Rocco gehört Fleischmann zur österreichischen Modelleisenbahn Holding. Mit insgesamt 800 Neuheiten will die Gruppe ihre Stellung auf dem Modellbahnmarkt behaupten. Das Zugpferd E6905 hat es als Topmodel auf die Titelseite des Katalogs geschafft. Die Firma scheint wieder auf der Spur. Freie Fahrt für Fleischmann.